Hey, meine lieben Freunde, ihr wollt bestimmt wissen, wo ich meine News herkrieg. Oder? Ja, ihr habt recht. Die Antwort steht im Titel. Bla bla bla, Pfaffi. Bitte entschuldigt, dass ich gleichzeitig esse. Aber das ist ja nicht das erste Mal. Ich bin ein bisschen im Stress. Deshalb gibt es heute Halloumi und Vloggen gleichzeitig. Ich will euch eigentlich schon lange davon erzählen, wie ich zu meinen Neuigkeiten komme. Denn es ist ein bisschen lustig. Ich arbeite bei einer Tageszeitung. Das bedeutet, dort wo ich arbeite, gibt es eine Redaktion mit Redaktoren und Journalisten, die jeden Tag eine Zeitung füllen mit Informationen. Auf Papier. Gedruckt. Und wir produzieren auch einige Wochenzeitungen. Das ist dasselbe, einfach nur einmal pro Woche. Alle diese Dinge kann man auch im Internet nachlesen. Auf den entsprechenden Seiten gibt es alle News, immer wunderbar zum Lesen. Aber ich tue das nicht. Warum denke ich immer, es sei eine gute Idee, draußen meinen Vlog aufzunehmen? Naja, das ist keine Produktplatzierung. Wie gesagt, alle diese Redaktoren, Journalisten und die vielen anderen Leute, die tun das und die schreiben und die geben sich total viel Mühe. Und wisst ihr, was ich tue? Ich lese es nicht. Ich bin das Problem der Zeitungsbranche. Und viele andere sind das auch. Denn ich kriege meine News, meine Meinungen, vor allem von meinen Freunden, die sich doch noch die Mühe machen, Zeitungen zu lesen oder zumindest Online-News zu lesen. Die meisten News erfahre ich tatsächlich über YouTube, vor allem internationale News. Und zwar, weil ich irgendwie sehe, Jacqueline Glenn hat eine Meinung zu jenem Thema oder 8383 Productions haben eine Meinung zu diesem Thema oder wer weiß ich. Das ist sehr interessant, vor allem, weil ich sehr viele verschiedene Privatpersonen abonniert habe, die eine spezifische Meinung haben zu Dingen und dann oft über dasselbe erzählen. So höre ich 5 bis 6 verschiedene Meinungen zum gleichen Thema, wie zum Beispiel vor kurzem dieser Skandal mit Daddy-O-5, die Sache mit der Pepsi-Werbung, diese Fluggesellschaft, die diesen Passagier rausgezerrt hat. All diese Dinge habe ich über YouTube erfahren, und zwar darüber, wie andere YouTuber eine Meinung dazu hatten. Und das finde ich sehr interessant, weil es hilft mir dabei, einerseits die News an sich zu erfahren, andererseits auch gleich eine Meinung zu dieser Sache zu erfahren, die, von der ich weiß, dass das von einer Person kommt, deren Einstellung ich irgendwie teile. Da haben wir zum Beispiel eben Jacqueline Glenn, eine Atheistin, so wie ich, sehr links, sehr offen eingestellt. Ich mag das, ich weiß, sie gefällt mir als Person, ihr Charakter. Deshalb weiß ich auch, ihre Meinung wird sich wohl mit meiner decken. Und dann ist der Rapsion, den ich nicht wirklich sympathisch finde, was es das Ganze noch viel interessanter macht. Oder eben H3H3 Productions, die ich einfach lustig finde. Und ich finde es dann interessant zu sehen, was die für eine Meinung haben. Leider nicht sehr viele Schweizer oder deutsche YouTuber, denn so verpasse ich das Zentraleuropäische, leider. Aber auch professionelle Dinge, wie zum Beispiel Last Week Tonight mit John Oliver, dass ich jeden Montag einfach in mich einsauge und so vom Weltgeschehen informiert werde. Und ich glaube, das ist es, was mir fehlt in der Zeitung. Das Hauptproblem an der Zeitung für mich ist, dass ich gar nicht wirklich weiß, was sind das für Leute. Ich muss davon ausgehen, okay, die Zeitung hat eine ähnliche Einstellung wie ich oder die Zeitung ist eher links, eher rechts oder was auch immer, aber ich kenne die Person nicht. Und das könnte irgendjemand sein. Sehr oft sind es auch ja nur die Fakten, die übertragen werden. Das ist das eine Problem mit der Zeitung. Das andere Problem mit der Zeitung ist, ich muss sie lesen.
Das ist ein Problem. Denn Lesen ist total anstrengend. Zumindest viel anstrengender als irgend so ein 15 bis 20 Minuten langes Video zu schauen. Und das ist echt lange. Wenn es ein 2 Minuten Video gibt, oh bitte. Dazu kommt, dass ich auf YouTube auch viele wissenschaftliche Channels abonniert habe. Das habe ich irgendwie in der Zeitung auch so gut wie gar nicht. Und deshalb muss die Zeitung eigentlich was machen. Wahrscheinlich stirbt die Zeitung.